Hallo zusammen, mein Name ist Oli Oh my god, who the hell cares? Und zwar würde ich auch gerne auf dem Gipfel auf eine Skitour, ein Iglu bauen, dann übernachten und am nächsten Tag runterfliegen. Über Ostern sind jetzt endlich die perfekten Tage gekommen, um das zu machen. Leider konnte ich aber niemanden für das Projekt begeistern. Was machen wir in so einem Fall? Richtig, wir gehen einfach allein. Was genau passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Zusammen im Hintergrund, es fehlt noch ein einziger Block. Und für diesen historischen Moment wollte ich euch dabei haben. Dritte Phase, das ist jetzt eigentlich dann noch im Gange. Das ist ein Kicker bauen, wo ich einen Backflip neben dem Iglu mache. Keine Ahnung, ob der Anlauf passt und ob es einen anderen Trick gibt. Ich habe zwar nicht so viel Trick gezogen. Wir kommen zum Testrun. Schauen, ob ich genug Geschwindigkeit habe. Hier unten ist ein Iglu. Nervös, lange im Sprung. Aber ich musste es abbrechen. Es ist ein Frühlingsschlicht, der gab es zu Börden in der Zeit. Vielleicht alles flach, bis zu einem Hang. Habe ich umentschieden. Wunderschönen guten Abend, es ist 19.00 Uhr, hier live im Iglu, im Graubünden, irgendwo auf der Alp oben. Ich hatte vier Phasen geplant, das ist Nacht-Skitour in Spacecamp, check. Iglu bauen, check. Backflip, gemacht, aber sicher nicht gestanden. Hatte müssen aufhören, weil es irgendwann gefährlich geworden wäre. Und jetzt, wer noch drinnen schlafen und morgen runterfliegen. Drinnen schlafen bin ich eingerichtet. So halb. Die Statik gefällt mir nicht hundertprozentig von meinem Glauben. Auf jeden Fall, schlafen ja, morgen runterfliegen. Beißen. Weiss nicht. Aber wir werden morgen mehr sehen. Ah, etwas Warmes. Heiland, fuck. Kalt, oh, es ist schlichtweg einfach zu kalt draußen, es windet wie Sau. Oh, ich habe das Tempo. Ich gehe jetzt ins Warme, Iglu. Keine Ahnung, ich das jetzt so machen soll. Scheiße. Wichtig übrigens, ist einfach immer Powerbanks mitnehmen für Büchse. Die Schuhe probieren ein bisschen die Nähe zu nehmen von mir. Ohne Speisen, wärmer wird es nicht. Ich zeige es euch mal noch, wie meine nass. Wie nass meine Socken waren. Ah, ist gar nicht so schlimm. So, ich bin bett fertig. Fühl mich gut dabei, wenn mein Leben wieder gewinnt, dann gewinnt. Also am Rauchen. Bin jetzt sorgenfrei und bye, du bist bei mir dabei. Wird es etwas nützen, jetzt ein gutes Nachtbrisli. Die erste Nacht im Iglu. Übrigens, liegen tue ich einigermaßen bequem. Wie gesagt, das sieht ein bisschen sketchy aus. But it is how it is.
guten Morgen. Ja, viel kann ich nicht sagen. Kalt war es nicht gewesen. Wahnsinnig bequem, aber auch nicht. Und nachher dann muss ich aufstehen und die nassen Schuhe anlegen. Das scheisse mich am meisten an. Und zusammen rum. Komm nicht in die Schuhe. Verrück mich an. Oh, was soll ich das machen? Ah, schön nass, kalt. Wie man sich das wünscht am Morgen. So, meine 7 Sachen sind gepackt. Lustigerweise hat die Aufwind, was überhaupt nicht zusammenpasst mit der Wiese. Aber man sieht es vielleicht leicht, hier hat es ein bisschen Nebel. Ich weiss nicht, ich finde die Bedingungen komisch. Es ist irgendwie 1 Minute Flug oder so. Ich glaube, dass das Risiko schon in keinem Verhältnis zum Ertrag, den man nachher hat. Darum packe ich jetzt meine 7 Sachen. Respektive lege ein Snowboard an und fahre runter auf dem eisigen Untergrund. Wir gehen runterfahren. Das ist ein Horror. Vielleicht als kleiner Input. Wäre ich geflogen, wäre ich in ein ziemlich grosses Problem hineingekommen. Es ist alles zu tun. Also klar, ich hätte sicher Möglichkeiten gehabt zum Zwischenlanden. Aber das hätte ich auch nicht gerade angenehmer gemacht, nachher zum Zusammenpacken. Der Rucksack ist sehr schwer. Vorher hat es mich umgerührt, fast stecken geblieben. Kommst nicht weg. Ja, das Abfahren ist nicht so lustig, wenn ich ehrlich bin. Aber dennoch. Das war wieder mal ein klassisches Amateur-Adventure. Grosse Pläne, nur die Hälfte ist aufgegangen, aber unheimlich viel Spass gehabt. Falls dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Falls nicht, mach's nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.